Willkommen zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim vor Kaltzellmoor. Hallo! Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Was für eine Ausgrabungsstätte? Die Ruinen unterhalb von Markarth? Die Fülle von Artefakten, die ich schon zwei Menschenleben lang erforsche? Idiot! Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Und ständig kommt jemand und stört mich. Es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit. Und ich hätte euch nicht anschreien dürfen. Wie kann ich euch helfen? Warum braucht ihr Wachen? Zum einen, um meine Forschungen zu schützen. Es gibt da draußen noch mehr gelehrte Halsabschneider, die meine Ergebnisse stehlen würden, wenn sie könnten. Und die Ausgrabungen in Nechuanzel sind gefährlich. Dwemermaschinen und Fallen funktionieren auch nach tausenden von Jahren noch. Ah ja, ihr erforscht also die Dwemer? Ja, ihre Geschichte und Kultur sind hier in Markarth allgegenwärtig. Ein Volk von Steinmetzen, Kunsthandwerkern und Technikern. Sie haben Maschinen erfunden und ausgedehnte unterirdische Städte gebaut, in denen sie Kräfte erforschten, die sich hinter denen der Götter nicht verstecken mussten. Und dann, wir wissen immer noch nicht wann genau, verschwanden sie. Das ganze Volk, alle auf einmal. Und nur ihre Werke blieben zurück. Ja, ich würde gerne mal ein Spiel spielen, das sich um diesen Untergang bzw. dieses Verschwinden des Dwemer geht. Also ich möchte echt mal gerne wissen, was mit denen passiert ist. Ja, ich habe gehört, dass ihr ein Fachmann für die alte Falmer-Sprache seid. Dann seid ihr gut informiert. Ich stehe gerade tatsächlich unmittelbar davor, mein Hauptwerk zu diesem Thema abzuschließen. Ich nenne es Kaltzellmoors Handbuch zur Falmer-Sprache. Es wird unser Verständnis dieses alten Volkes revolutionieren. Dürfte ich einmal einen Blick auf eure Arbeit werfen? Absurd. Für diese Forschungsarbeiten habe ich mich jahrelang in einigen der gefährlichsten Dwemer-Ruinen in Himmelsrand abgerackert. Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, ich würde sie jemandem zeigen, bevor sie abgeschlossen sind. Aber ich bin ein großer Bewunderer eurer Arbeit. Überreden. Ich weiß eure Gefühle zwar zu schätzen, aber ich muss dennoch ablehnen. Da ihr meine Arbeit bewundert, werdet ihr sicher einsehen, dass meine Forschungen geheim gehalten werden müssen. Bestechen erstmal einschüchtern. Gewährt mir Zutritt oder ihr werdet es bereuen. Ist euch klar, dass mir auf das kleinste Zeichen hin die gesamte Stadtwache von Markarth zur Hilfe eilt? Diese Vorgehensweise solltet ihr besser noch einmal überdenken. Sonst findet ihr euch auf dem Henkersblock wieder. Ja, und da waren wir ja schon mal. Ja, was verlangt ihr denn, damit ihr eure Meinung ändert? Ich weiß ja nicht, mit wie vielen Gelehrten ihr Umgang pflegt. Aber ich kann euch versichern, dass persönlicher Wohlstand nicht zu unseren Prioritäten zählt. Das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir keine einzige Möglichkeit, die unseren Sinn erfüllt hat. Okay, vielleicht komme ich später wieder. Wenn meine Forschungsarbeiten abgeschlossen sind, fällt es mir sicher leichter, über meine Ergebnisse mit euch zu diskutieren. Das war zu einfach, oder? Hallo? Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Ich möchte gerne die Ausgrabungsstätte sehen. Ihr seid recht hartnäckig, nicht wahr? Also gut. Wer wäre ich, dass ich dem Wissensdurst im Weg stehen würde? Das stimmt. Ich lasse euch hinein, wenn ihr dafür etwas für mich tut. In Nechuanzel gibt es eine Riesenspinne. Meine Arbeiter nennen sie Nimhe, die Vergiftete. Wenn ihr euch um Nimhe kümmert, lasse ich euch sowohl in die Ausgrabungsstätte als auch in mein Dwemer-Museum. Was sagt ihr? Ja, die Spinne ist so gut wie tot. Enthusiasmus. Gut. Hier ist der Schlüssel zur Ausgrabungsstätte. Dankeschön. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ja,
das machen wir nicht. Wir machen erstmal das und das. Denn wir wollen es mal auf dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, legalen Weg versuchen. Alles klar, die Ausgrabungsstätte. Soweit ich mich erinnere, ist das jetzt eine sehr lange Quest und wir werden jetzt sehr viel Zeit in dieser Dwima-Ruine verbringen. Tatsächlich, ja. Mag dem einen vielleicht missfallen, dem anderen gefällt es. Mir ist eigentlich egal. Ich finde die Dwima-Ruine jetzt nicht so ultra spannend, aber es gibt auch deutlich langweiligeres als diese. Mir tun sie nichts. Sie sind halt schick modelliert zum großen Teil, daher... Ja. Können wir auch gerne mal die ein oder andere davon durchsuchen. Ja, man sieht schon, Nymphe hat hier einige andere Spinnen um sich geschart. Furchtbar. So, wir nehmen mal lieber wieder die Eisform. Ah ja, was haben wir denn hier? Ist jetzt nicht das Besonderste, weil wir das halt nur benutzen können, um ohnehin schon geschmiedete Sachen zu verbessern, aber... Besser als gar nichts. Da haben wir Nymphe. Echt, du fällst darauf an? Du bist anfällig dafür. Widerliches Vieh. Aber an sich ganz schwach. Okay, Nymphe. Nordpfeil, das Gift brauche ich nicht. War ja ganz süß. Aletius. Begonnen die verschollene Expedition. Salonia. Wir haben einige Forscher am Hals, die nicht vier Schritte laufen können, ohne etwas zu untersuchen, und sie kämpfen etwa so gut, wie man sich das vorstellt. Wahrscheinlich schlechter. Wenigstens ist Strom in der Magie ein wenig versiert, aber keiner von ihnen kann ein Schwert schwingen. Erjai und Krak scheinen etwas im Schilde zu führen, darum muss ich ein Auge auf sie haben. Aber Staubs versichert mir, dass sie vertrauenswürdig sind. Aletius. Wir haben eine neue Quest, die wir auch jetzt direkt erledigen werden. Die verschollene Expedition. Berge Stroms Tagebuch. Kriege ich das hier nicht durch? Kann nicht wahr sein, oder? Hä? Ein bisschen buggy, oder? Unglaublich, okay. Nach Huanzell, oder wie heißt das? Jetzt können wir auf jeden Fall reingehen. Ihr merkt es schon, ich habe mir diesen Dwima-Namen so... Oh, meine Vortec 3 Wackelpuppe wackelt mit ihrem Kopf. Das ist so göttlich. Ja. Ich habe Probleme, die Namen auszusprechen. Komm. Ich glaube, der ist tot. Mehr oder weniger ohne unsere Mithilfe.
Eine riesige Anlage, wie ihr sehen könnt. Und das täuscht auch nicht. Das ist wirklich eine verdammt große Anlage, die wir hier jetzt durchsuchen werden. Na komm, Lydia. Wir haben auch schon mal besser geschossen, glaube ich, ne? Fallen die alle runter? Meine Güte. Vor allem, was sind echt nicht die hellsten. So, heute ist übrigens Sonntag. Ich bin ziemlich gut dabei, wenn es darum geht, Videos auf Vorrat aufzunehmen. Ich bin ja bald stolze 5 Wochen unterwegs, oder? 2, 3, 4, 4,5, 5. Das ist immerhin ein Monat. Das heißt, ich muss 30 Videos auf Vorrat haben. Das ist ganz schön viel. Und ich arbeite gerade dran. Ich bin wirklich momentan total viel am Aufnehmen. Was ist mit dem Fallmann los? Total inaktiv. So demotiviert, als würden die sich mit ihrem Tod abfinden. Ich glaube, ich muss hier runter. Quick save. Oh, ein Chaurus. Alles klar. Ja, das hat gut funktioniert. Okay. Pfeile, Gold, makellos Amethyst, ein... Oh, Tollkirsch nehmen wir auch mal mit. Ja, ich würde mich aber über Barren auch sehr freuen, meine Freunde. Eine gehärtete Falmo-Rüstung. Die will ich mir aber mal angucken. Habe ich noch nie gesehen. Müsste es daher eigentlich ein Dawnguard-Gegenstand sein. Schätze ich mal. Ich traue dem Baum irgendwie nicht. Quicksave. Strom ist tot. Ich habe beschlossen, mit einer der Wachen zurückzubleiben und den Wohnbereich weiter zu dokumentieren, über den wir gestolpert sind. Ich schreibe dies nach bestem Wissen, aber durch das plötzliche Verschwinden der Dwemer ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was das alles ist. Der Baum bei den Neuen, ich kann den Zweck dieses Baumes nicht bestimmen. Er scheint aus dem Gebiet um Weißdorf zu stammen, aber warum und wie er hergekommen ist, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, er könnte ein Geschenk von der Oberwelt gewesen sein, aber bei der prachtvollen Umgebung könnte sich auch eine Art Demonstration der Macht handeln. Ich werde in den Wohnbereichen in der Nähe nach weiteren Hinweisen suchen. Wohnbereiche. Bei näheren Untersuchungen des Bereiches sieht es so aus, als beherberge dieses Bauwerk zwei Clans oder Familien. Ich kann mir keinen anderen Grund für diesen Grundriss vorstellen.
Vielleicht hat diese Gruppe diesen speziellen Bereich der Stadt beaufsichtigt. Ich muss meine Notizen mit denen der anderen Gebiete vergleichen, wenn wir mehr von der Stadt entdecken. Hoffentlich enthalten einige davon mehr nähere Hinweise. Es sieht so aus, als wäre ein kleiner Flügel eingefallen und wenn die Expedition zurückkehrt, können wir vielleicht einen Eingang ausgraben. In diesem Bereich der Ruinen haben sich allmählich Falmer zurückgeschlichen. Gut, dass ich hier nicht alleine bin. Wir haben einige Bereiche abriegeln können, aus denen Falmer vermutlich eingedrungen sind, aber sie gelangen immer noch irgendwie zu uns. Gemeinsam können wir sie zurückhalten, aber wie lange dauert es noch, bis Staubin und die anderen zurückkehren? Zu lange ist die Antwort. Zu lange. Berge Staubs, Krags und Erais Tagebuch. Ja. Es geht nämlich jetzt so weiter. Wir müssen jetzt weiterhin immer mehr Tagebücher bergen. Ach du Schande. Ja, Fallmer-Nachtschleicher, gefüllt mit mächtiger Seele sogar. Das war's wohl mit dir. Ernsthaft, man kann die aufmachen. Aha. Okay, was haben wir hier? Warum sind hier nicht einfach mal so ganz viele Dwemer-Barren? Das wäre so schön. Naja. Gut, da war der Baum, da geht's nicht weiter. Was haben wir hier noch? Stahl, 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 Stahl. Leichen. Eine Folterecke. Das tut doch weh, meine Güte. Gift hier, schön, um auf der Streckbank noch ein bisschen Gift dazu zu geben. Ja. Die alten Dwemer wussten, wie man Leute quält. Okay. Dann geht's weiter. Wir haben weitere Tagebücher zu bergen. Läuft aber gerade mal wieder außerordentlich gut, finde ich. Seltsam eigentlich. Sehr seltsam. Okay. Wir werden jetzt natürlich so lange weitermachen, bis wir alle Tagebücher gefunden haben. Ich meine, wofür machen wir das hier denn sonst? Wir werden uns ja nicht mit der halben Geschichte zufrieden geben. Es könnte ja durchaus da unten sein. Es ist da unten. Dann Fall mal. Ist das jetzt, weil die blind sind, oder warum haben die die KI so seltsam gemacht? Naja, okay, weg mit dem Bogen. Es müsste doch da sein. Ja. Alles klar. Die Waffenkammer. Okay, der Weg führt uns also in die Waffenkammer. Ich werde dieses Video ganz bewusst nicht allzu lang machen. Das hat den einfachen Grund, dass ich heute einen 5 Kilometer Spendenlauf mitgemacht habe. Ja. Ich selbstloser Mensch. Deshalb ein bisschen kaputt bin und mich gleich was hinlegen wollte. Bisschen Kopfschmerzen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt momentan viel am Aufnehmen, damit ich für die Zeit für euch trotzdem Videos zusammenbekomme.
Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Jetzt bezahlt ihr. Vor denen habe ich Angst, vor den Magiern. Ja, was auch immer das gerade war. Seelenstein, Stab der Blitze. Freue ich mich drüber. Wir gehen erstmal hier unten lang. Lydia hat wieder irgendeine Falle ausgelöst. Lebt ihr? Wie dumm von mir, so schnell hier hinunter zu laufen. Es hat nur ein paar Stunden gedauert, das hintere Tor aufzubrechen. Vielleicht spende ich einen Becher oder zwei, aber Krack sagte, er kennt ein paar private Käufer, die für ein funktionierendes Schmuckstück gute Preise zahlen würden. Hier drin muss doch eins sein. Die Seitentüren sind alle verschlossen, aber in dieser Truhe sind sicher ein, zwei wertvolle Dinge. Wenn ich sie herauskomme, kaufe ich mir ein Schloss. Ja, da war ja immer total durch. Kann man die Tür knacken? Adept ist ja jetzt nicht die Herausforderung. Okay, hier scheint ja dann noch niemals gewesen zu sein. Es war einfach nur ein Rundgang, ich verstehe schon, wir müssen hier wieder raus. Ja, wir werden jetzt einfach nur Stück für Stück hier in die verschiedenen Nebenräume geleitet. Oh, und hier liegt schon der nächste. Ich wusste, wenn wir tief genug graben würden, würden wir schließlich auf eine neue Ruine treffen. Markarth ist eine Stadt, die auf einer Stadt erbaut wurde. Von früheren Fundstücken wissen wir, dass der Name der Stadt Nahruan Zell lautet. Aber darüber hinaus liegen uns nur wenige Informationen vor. Uns wurde aber eine Begleitung abgestellt und morgen begeben wir uns in die eigentliche Stadt. Erst ein Tag und schon vermisse ich meinen Schreibtisch und meinen Stuhl. Ich dachte, die Forschung würde mehr Spaß machen, aber bisher kämpfen wir nur gegen Spinnen und erhaschen gelegentlich einen Blick auf ein Geröllhaufen. Hoffentlich kommen wir bald zur Hauptruine, damit wir ein Lager aufschlagen können und ich anfangen kann, ein paar unserer Fundstücke zu katalogisieren. Vorhin haben wir die Waffenkammer gefunden und Erei ist zurückgeblieben, um einen Weg in die Hauptschatzkammer zu suchen. Wenn jemand das Schloss öffnen kann, dann er. Wir sind weitergegangen und haben uns hier für die Nacht eingerichtet, da die Wachen sagen, dieser Ort sei leicht zu verteidigen. Ich habe trotzdem für alle Fälle ein paar Runen platziert. Der lebt. Der lebt nicht. Okay. Ja, tolle Wache. Glück gehabt. Ja, die Wachen sind tot. Gut, was haben wir hier? Die Schaltzentrale. Ah ja. Müsste eigentlich auch der letzte Ort sein. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal die Leiche suchen. Und dann war es das für diese Aufnahme. Zweihänder spielt es mittlerweile schon relativ gut. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit meiner Fähigkeit. Und damit hat er verloren. Da vorne sind noch mehr Falmer.
Lydia, mach mal was. Ja. Oder ich finische den halt mit einem Schwertstich durch den Bauch. Tja, was sagst du dazu? Nordfall nehme ich auch mit. So. Okidoki. Ja, Lydia aktiviert wieder die ganzen Fallen. Nachdem wir in die Mine herabgestiegen waren und uns durch die Spinnen durchgekämpft hatten, kamen wir schließlich in die eigentliche Nahrungszahl. Zell, sie haben die Stadt in die Höhle gebaut, die sie umschließt. Fantastisch, Nach und Zell vibriert vor Leben, aber seine Wächter liegen schlafend. Hoffentlich erfahren wir mehr, wenn wir tiefer hinabgelangen. In diesem Bereich scheinen zwei der Familien der Stadt gelebt zu haben. Wir haben einige Zeit beim Studium im Baums verbracht, können herausfinden. Strom wird mit den Schülern zurückbleiben, genau. Heute haben wir die Waffenkammer, bliblablo. Dwemer Schlösser noch gar nicht. Aja sagt, er könnte die Schatzkammer eindringen, bliblablo. Nach dem Verlassen der Waffenkammer erreichten wir ein Lager, aber die Fallen haben beobachtet, Eindringsschüsse, sie kamen, stattfinden. Naja, vergebe, dass ich wieder Ablenkung genutzt habe, um zu entkommen, aber ich muss diesen Ort wieder zum Leben erwecken. Zu viele konnte Schalter nicht drücken. Tja, Staubin. Mal gucken, wie viele das hier sind. Lydia! Da hat er noch schön einen Schlag gegeben hier. Alles klar, das ging ja schon mal ganz gut. Wir bleiben natürlich weiterhin vorsichtig. Ja. Finde jemanden, der etwas über die Expedition weiß. Muss ich jetzt hier den alten Weg rausgehen? Keine Abkürzung. Ja, okay, das scheint auf jeden Fall mit der, mit der Ruine gewesen zu sein. Ui, okay, die ganzen Wächterleben sind aktiviert. Wir machen gut Schaden mit dem Bogen. Meine Güte, Lydia. Was tun wir uns hier nur an? Sind die ein bisschen klein hier, die Fall immer? Dedrischer Pfeil. Ah!
Alles klar. Die Waffe wollte ich aber nicht haben. Ich fühle mich nicht, als würden wir sprinten, sondern eher, als würden wir schnell gehen. Das ist ganz komisch gerade. Hä? Ich soll in die Waffenkammer gehen? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Die war doch unten, oder? Dann können wir theoretisch ins Wasser springen. Hä, den Questmarker verstehe ich jetzt aber nicht. Falscher Schrei, da 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 da. Wir brauchen schon Lydia, würde ich sagen. Die machen bösen Schaden, die Kerle. Alles klar. Habe ich jetzt echt Lydia eingefroren? Komm, Lydia. Ah ja, 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 ja. Ich weiß auch nicht, was ich mit meinen Falmer-Waffen habe. Ich will die immer mitnehmen. Ein Scherz, oder? Jetzt soll ich doch hier rausgehen. Ist echt nicht wahr, ne? Echt nicht wahr. Aber schönes Dungeon. Ich fand's echt schick. Also, die Tagebücher haben auch einen kleinen Einblick gegeben, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Im Nachhinein müssten wir das jetzt theoretisch abgeschlossen haben. Eine Nordruine. Ich hab's echt mit Nordruinen, wisst ihr das? Eine Dwima-Ruine. In einer Dwima-Ruine. Ne, wie gesagt, was mir fehlt, was ganz schick wäre, wäre eine Stadt in einer Nordruine. Das gibt es nämlich nicht. Ja, oder? Ne, nicht wirklich. Fände ich ganz cool. Aber der Zug ist wohl abgefahren. Das Spiel ist entwickelt. Bringt nicht viel, aber gibt einem das Gefühl, schnell zu sein. Gut, wir verschwinden hier. Festung Unterstein. Ich habe mal wieder über 10 Minuten überzogen. Das ist ja immer wieder typisch ich. Habe ich am Ende weniger Videos, ihr habt mehr Inhalt. Ich hoffe, das freut euch. Seid dankbar, Leute. Da hätte ich jetzt eigentlich auch 2 Videos machen können. Bereue ich spätestens, wenn ich dann im Urlaub sitze und dann weiß, ihr seht gerade keine Videos. So würde ich mich wahnsinnig ärgern. So, Kalzelmoor. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Ja, ich habe Nymphe getötet. Ich bin euch sehr dankbar. Diese Spinne hat schon seit Monaten meine Ausgrabungen gestört. Wie versprochen ist hier der Schlüssel zum Dwema-Museum. Passt auf die Ausstellungsstücke auf. Einige sind sehr zerbrechlich. Ja, ja, natürlich.
Ich habe das Tagebuch einer Expedition gefunden. Zeigt mal. Ah, also das ist Storbin zugestoßen. Tragisch. Aber ich hatte ihn gewarnt, dass er diese Leute in ihr Verderben führen würde. Leider ruht der Stein der Weisen manchmal auf dem Fundament des Todes. Ich werde seine Leute informieren. Hier, normalerweise bezahle ich Forscher für ihre Arbeit, wenn sie aus den Ruinen kommen. Aber sie brauchen es ja nicht mehr. Abgeschlossen die verschollene Expedition. Was? Gut. Oh, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wir aktivieren wieder die Quest Harte Antworten, verschaffe Zutritt zu Kalzimos Museum und machen hier beim nächsten Mal weiter in Markarth. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis dann, Leute.